Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hi Freunde, ich drehe das Video nochmal. Ich habe es heute vor Mittagessen, nach dem Schlafen, irgendwie zwischendurch schon mal gedreht und ich wollte es eben schneiden und ich habe es gesehen und dachte mir, boah, bist du unangenehm. Ich habe mich entschieden, das ganze Video nochmal zu drehen, weil ich jetzt weiß, was mich in dem anderen Video gestört hat. Das war ich. Und jetzt geht es mir aber besser. Und ich dachte mir, ich drehe das Ganze einfach nochmal. Ich will nämlich nichts hochladen, wo ich nicht mit mir zufrieden bin, mit dem Look zufrieden bin. Oder, okay, ich habe schon viele Looks hochgeladen, die furchtbar waren. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich war einfach nicht zufrieden mit dem Video. Und deswegen drehe ich es nochmal. Worum geht es heute, Freunde? Ihr habt sicherlich schon im Titel gelesen. Und zwar ein Full Face. Nur mit veganem Make-up. Und ich dachte mir, nachdem ich das Video von Alicia Marie gesehen habe, ich verlinke ihr Video selbstverständlich unter dem Video, das ist ganz spannend, weil oft weiß man gar nicht, ist etwas vegan oder ist etwas nicht vegan. Die Firmen, die mit vegan werben, das ist klar, aber es gibt viele Firmen, die gar nicht mehr damit werben, weil es für die selbstverständlich ist. Und ich habe alle Marken zusammengetragen, alle Favoritenprodukte von veganen Produkten. Eigentlich sind fast alle Marken, die ich hier habe, vegan. Falls nicht, gibt es dann aber immer auf dem Produkt diese kleine Notiz, dieses Produkt ist vegan. Finde ich eine spannende Sache. Ich bin gespannt, wie das Make-up wird, denn ich habe eine Theorie und ich würde vorschlagen, wenn ihr wissen wollt, wie die Theorie ist, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ihr könnt sehen, ich habe noch nichts im Gesicht. Literally noch gar nichts. Und das möchte ich jetzt ändern. Ich möchte als erstes so ein bisschen Pflege benutzen und ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox. Manche Links sind Affiliate-Links, manche nicht. Ich habe zu vielen Firmen einen Code, zu manchen nicht. Ich setze euch alles mit rein. Ihr unterstützt damit natürlich sehr, ihr zahlt aber nichts Zusätzliches. Ich will es einfach auch einmal offen kommuniziert haben, damit ihr euch nicht irgendwie hintergangen von mir führt. Produkt Nummer 1 ist die Mediative Soothing Cream von How Cosmetics. Ihr kennt How Cosmetics mittlerweile schon. Ich habe die schon oft hier gezeigt, weil ich die Produkte einfach total schön finde. Das ist eine ganz leichte Creme. Die riecht wunderschön. Und ihr werdet es gleich sehen. Meine Haut ist nach dieser Creme, wenn die eingezogen ist, sehr, sehr glatt. Wie so ein Filter auf meiner Haut, der die Haut so total glatt zieht. Und sie zieht total schnell ein. Sie pflegt die Haut, sie riecht gut. Und How Cosmetics ist auch komplett vegan und cruelty-free. Finde ich toll. In der Zwischenzeit nehme ich noch ein weiteres Produkt von How Cosmetics. Also die Pflege ist so ein Produkt, was ich auch gerne abends benutze als erste Pflege, weil sie halt super schnell einzieht. Es ist komplett mit Feuchtigkeit versorgt und langfristig wird eure Haut auch versprochen davon besser. Keine Ahnung, wie sie es geschafft haben. Iconic. Das nächste Produkt ist das Indigo Child Pearl Shine Elixir und das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das ist ein Primer, den könnt ihr aber auch so tragen. Der riecht genauso, dieser Geruch, Freunde, wenn ihr diesen Geruch noch nicht kennt, ihr verpasst was. Das riecht wie so zart. Ihr seht schon, es hat so einen leicht lilanen Glow mit drin. Lässt eure Haut so strahlen und das ist so perfekt und wenn das so durch die Foundation kommt, mega. Ich liebe die Produkte, sie haben mittlerweile sogar auch ein Setting Spray. Also die Creme, das ist mein vierter Topf. Der Primer, das ist meine sechste Flasche und das ist jetzt meine zweite. Die benutze ich im Moment nicht so oft, weil sie bei mir im Schrank lag und ich habe sie ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. Kommt jetzt aber wieder raus, weil es eure Haut einfach auch viel, viel besser macht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich habe sogar einen Code mit Prozenten. Falls ich das finde, ich setze euch das unten mit rein. Hauptsache, es sind 36 Grad und es wird noch heißer. Und mein Beat wird nie wieder leiser. Okay, die Pflege ist einmal sehr schön eingezogen. Ihr könnt sehen, meine Haut sieht einfach aus, als hätte ich einmal Öl in mein Gesicht gegeben. So glowy ist sie. Das ist aber kein Öl. Also das ist einfach wirklich nur Pflege. Im Prinzip könnte ich jetzt schon so rausgehen. Hier den kleinen Kollegen hier und den kleinen Kollegen hier. Das sind eingewachsene Barthaare. Wenn ich die so ein bisschen abdecken würde, das war's mit diesem Video. Nee, wir wollen aber eine Foundation benutzen. Und das ist die Essence Stay All Day Foundation. Ich habe die in der Farbe 30 Soft Sand. Die ist ein bisschen dunkel. Die oxidiert auch ein kleines Stück. Die ist vegan. Catrice, Love und Essence, also das ist ja ein großes Unternehmen, die sind alle cruelty-free. Nicht alle Produkte sind vegan. Ich weiß aber aus erster Hand, dass die Firmen langfristig natürlich auch das Sortiment auf vegan umstellen wollen und das auch vorhaben. Das Problem ist, und das ist jetzt nicht nur hier bei Love, Essence und Catrice so, sondern auch bei vielen Firmen, und da kann ich gerne so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern mit euch und erzählen, ich weiß ja mittlerweile, wie so Produktion von Produkten aussieht oder so. Die Produzenten, die Zwischenhändler,
Die produzieren ja nicht nur für eine Firma, sondern auch für viele verschiedene Firmen. Und die richten sich natürlich auch so ein bisschen nach der Nachfrage. Und wenn viele Firmen jetzt nach und nach anfragen, dass sie vegane Produkte haben wollen, dann werden die auch sich langfristig umstellen. Allerdings sind nicht alle Länder, alle Make-up-Länder so darauf fokussiert wie Deutschland, vegane Produkte in der Theke, in der Drogerie beispielsweise zu haben. Meine Produkte, die ich alle rausbringe, sind vegan, müssen vegan sein, finde ich, müssen selbstverständlich cruelty-free sein. Und das ist auch ein großes Ziel, was ich. Das ist kein Ziel, das ist eine Selbstverständlichkeit für mich. Und daran probiere ich mich natürlich auch, so gut es geht, zu orientieren. Freunde, ich stelle die Kamera mal ein Stückchen dunkler, weil irgendwas stimmt schon wieder nicht. Foundation ist eingearbeitet. Wie gesagt, sie oxidiert ein kleines Stückchen, aber ihr seht, meine Base sieht einfach glowy aus. Ich möchte jetzt auch Concealer benutzen und Gott sei Dank, mein liebster Concealer aus der Drogerie, der Wet n Wild Concealer, ist vegan und cruelty-free. Also wenn etwas draufsteht, ich sage euch das natürlich immer, es steht aber nicht immer auf allen Produkten drauf. Und das fand ich echt tatsächlich schwierig, Produkte rauszufinden, wo es nicht so bewusst draufsteht. Weil ja, die meisten Firmen sind vegan, aber ich musste zum Beispiel wirklich nochmal nachschauen, ist Jeffree Star Cosmetics vegan? Ja. Aber das, ne, es steht ja meistens dann auf den Produkten drauf. Ich arbeite mir den Concealer gleich schon mal hier so ein bisschen ein. Auch der ist etwas gelblicher. Ich liebe diesen Concealer. Und die Base. Wow. Schaut euch mal bitte meine Stirn an. Dieses Licht hier, ne? Gott sei Dank habe ich so eine große Stirn, dass ihr das auch alles sehen könnt hier. Wie glowy das ist. Ich zeige euch gleich ein Produkt. Ich habe die Produkte ja in der Kombination vorhin schon mal benutzt. Ihr werdet umfallen von dem Puder, was ich gleich benutze. Das habe ich tausendmal gezeigt. Ach, bestimmt schon anderthalb, noch 2 Jahre jetzt. Aber jetzt in der Kombination. Crazy. Ich muss das Ganze selbstverständlich setten und ich habe es eben schon gesagt, das Jeffree Star Cosmetics Puder ist mein absolutes Lieblingspuder. Ich habe, wie gesagt, alles ausprobiert. Es kommt nichts an dieses Puder ran. Ich nehme meinen Schwamm, gehe hier rein, klopfe so ein bisschen ab und dann sette ich damit jetzt wirklich nur unter den Augen, also nicht so großflächig, denn ich benutze gleich ein anderes Puder und Freunde, that's the shit.com. Gebaked ist einmal. Jetzt, Freunde, zwei Produkte, die für mich eine ganz große Bedeutung haben, natürlich, weil das so die ersten Produkte waren, die ich von der Firma hatte. Und ich habe schon mit der Firma zusammengearbeitet und ich habe in Zukunft mit der Firma weitergearbeitet. Die Luvia Face Paletten. Das waren die ersten Produkte, die ich von denen hatte. Und sie haben einmal die Highlighter Palette und eine Face Palette, eine Contouring Tablette. Palette. Und ihr könnt sehen, ich habe sie wirklich schon durchgerockt. Hier seht ihr ein paar verschiedene Puder. Das ist ein Highlighter, den benutze ich jetzt nicht. Und hier haben wir so verschiedene Puder. Und diese Farbe hier, keine Ahnung, wie sie heißt, ihr werdet es gleich sehen. Ich gehe jetzt mit meinem Pinsel hier rein und jetzt ist mein Gesicht noch glowy. Und jetzt immer noch. In diesem Puder sind leichte Schimmerpartikel drin, was eure Haut zum Glowen bringt. Also das ist so eine Mischung aus Puder und Highlighter und es hat einen ganz feinen Schimmer. Ich habe jetzt natürlich übertrieben, ihr könnt da so ein bisschen mischen und eure Farbe anpassen, aber eure Haut sieht einfach aus, als wäre sie nicht gesettet. Sie ist aber gesettet. Boom. Ich weiß nicht, warum ich dieses Produkt schon eine Weile nicht mehr benutzt habe, weil das ist ja fantastisch. Schaut euch das mal an. Das sieht aus, als hätte ich mein Gesicht. Als wäre da kein Puder drauf. Und das ist ja diesen Look, den wir gerade wollen. Und jetzt in dem Moment, wo ich, oder jetzt, wo ich mich mit dieser Palette wieder auseinandersetze, wie lange habe ich nach einem Produkt gesucht, was glowy ist, aber trotzdem matt? Alle Produkte von Luvia sind selbstverständlich vegan und cruelty-free. Darauf achte ich mit Luvia, brauche ich aber nicht, weil Luvia achtet da selber auch schon drauf. Also das kommt bei denen auch gar nicht in die Frage. Ich nehme denselben Pinsel und gehe jetzt hier so ein bisschen in die verschiedenen Bronzer. Die sind sehr pigmentiert, Freunde. Also wenn ihr euch die Palette kaufen solltet bei Amazon, vorsichtig. Die sind sehr, sehr heavy. Können wir kurz über meine Stirn reden, wie wunderschön glowy die aussieht und sie ist einfach trocken. Da kann ich wischen, da kann ich reiben, da kann ich ziehen, kann ich machen, was ich will. Als Blush möchte ich ein Produkt benutzen, was ich auch, okay, bis vorhin noch nie benutzt hatte. Das ist von Wet n Wild ein Blush. Und das ist die Farbe Nudist Society. Ist so ein bisschen schimmrig. Ihr wisst ja, ich fahre total auf diesen Look ab. Schimmerblush und Glow und bunt und ach, herrje. Da sind ganz kleine Goldreflexe mit drin. Selbstverständlich auch vegan. Ich glaube, ich brauche das gar nicht mehr in diesem Video dazu sagen, weil alle Produkte, die ich in dem Video benutze, sind
offensichtlich vegan. Das ist ein sehr zarter Blush. Also den muss man so ein bisschen aufbauen. Aber dann kommt der sehr, sehr schön raus. Und der hat auch so einen leichten Glow mit drin und passt dann perfekt zum, ja, zum restlichen Make-up. Der Highlighter, den wir gleich benutzen, Freunde, ihr wisst wahrscheinlich, welcher es ist. Es ist meiner. Das ist das Prime Glow Kit von Maxim Giacomo. Who is he? Und Luvia. Und das sind alle Farben selbstverständlich vegan. Ich habe, Freunde, ich habe euch neulich gefragt, welche Farbe eure Lieblingsfarbe ist. Ihr hattet für Boys in Make-up abgestimmt. Haltet Ausschau. Schaut bei Instagram mal vorbei in den nächsten Wochen. Ich nehme jetzt einen fluffigen Pinsel und gehe hier in die Farbe Can't Relate. Das sind meine Lieblingshighlighter, weil ihr werdet sehen. Boom. Man muss da nicht groß aufbauen, man muss es eher abbauen, weil es einfach so intensive Highlighter sind. Also ich liebe sie. Ich hab nachgefragt, es gibt bei Amazon, glaube ich, noch so 50 Paletten. Und dann müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall sehr intensive Highlighter, selbstverständlich vegan. Und einfach, das ist so ein Spiegel. Also das ist halt kein softer Highlighter. Ihr könnt ihn natürlich auch soft aufbauen. Die Palette sieht übrigens auch nur so mitgenommen aus, weil das mein Muster war. Also das ist die erste Palette, die ich bekommen habe, bevor sie überhaupt produziert wurde. Deswegen sieht die so ein bisschen durchgerockt aus. Highlighter ist drauf, offensichtlich. Warum fällt mir heute alles aus den Händen? Ich lieb's, sehr intensiv. Alle Produkte, die ich rausbringe, Freunde, vegan, cruelty-free. So könnt ihr, glaube ich, ganz gut sehen, wie krass glowy meine Base aussieht. Ich sette das Ganze jetzt nochmal mit dem How Cosmetics Spray. Und dann werdet ihr, wow. Es sieht aus wie Kunsthaut. Das ist das, was ich in meinem Leben will. Ihr seht, ich habe auf meinen Lidern noch nichts und ich habe es euch versprochen, Freunde. Ich halte mich selbstverständlich auch dran. Es geht nochmal hier um die Liefel Cosmetics Palette. Liefel Cosmetics, ich habe es im letzten Video schon gesagt. Ich liebe die Marke. Das ist auch eine ganz junge Marke hier aus Berlin. Ganz tolle Leute, ganz tolles Konzept. Und das ist die neue After Dark Kollektion. Ich hatte vorhin Look geschminkt, der so ein bisschen als Shade gegen die Ultraviolet Palette war. Ich war aber im Nachhinein nicht so zufrieden, deswegen schminken wir jetzt was anderes. Gehe mit dem großen fluffigen Pinsel in die Farbe, die ich neulich benutzt hatte, hier. Und die gebe ich mir als Transition Shade erstmal hin. Und boom, ihr seht die Farbe, es ist da. Es ist selbstverständlich vegan. Und ich hatte euch am Anfang ja versprochen, dass ich euch so eine kleine Meinung sage. Und zwar, ihr werdet sehen, und ihr seht es ja jetzt schon an meinem Make-up, dass es möglich ist, ein krasses Make-up hinzukriegen. Mit veganen Produkten. Und ich rufe alle Firmen auf, so gut es geht, vegane Produkte rauszubringen. Weil es klappt ja. Es ist nur ein Stückchen mehr Arbeit. I know what I'm talking about, Freunde. Es war jetzt auch nichts, wo ich sage, okay, da musste ich jetzt aber einen Kompromiss machen. Nein, es ist einfach nur ein bisschen zeitintensiver, dann eine Alternative zu finden. Was daran liegt, nicht, dass die Firmen einfach keine Lust haben, sich darum zu kümmern, sondern es liegt auch an den Produzenten, die Produkte produzieren, dass die einfach auf nicht vegan eingestellt sind und die Rohstoffe haben. Dann müssen neue Rohstoffe gekauft werden und lohnt sich das für die Menge, die gekauft wird. Da hängt ja ganz, ganz viel dran. Aber je mehr wir vegane Produkte nachfragen und auch konsumieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es immer mehr vegane Produkte gibt. Das ist aber einfach so eine logische Folgerung. Ich liebe diese Farbe und im Zusammenhang mit meiner Base ist das hier gerade wirklich ein Traum. Jetzt mit dem Lila hier unten in meine Crease und blend das dann hier so ein bisschen rein. Also wie gesagt, die erste Farbe war wirklich nur so eine Transition Shade. Und dann nehme ich mir einen fluffigen Pinsel und blende das aus. Da ist noch so ein bisschen Farbe von vorhin dran, zum Beispiel hier dieses hellere Lila. Und ich gebe mir das Lila auch gleich an meinen unteren Wimpernkranz. Okay, auf mein bewegliches Lid, Freunde, nehme ich jetzt hier so einen flachen Pinsel und gehe in diese Farbe hier. Ich weiß nicht, wie sie heißt gerade. Aber sie ist krass. Ihr werdet es gleich sehen. Ich presse mir die hier rauf. Und das ist so Duochrome, Blau, Silber, Rosa. Und damit ziehe ich mir so eine halbe Cut Crease. Iconic. Wenn ihr mich fragen würdet, Maxim, welche Farben soll ich mir von Liefel Cosmetics kaufen? Auf jeden Fall diese multimetallischen Schimmertöne. Weil das ist ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal, finde ich, von Liefel. Die können sie am besten. Das ist so crazy. Wie schön diese Farbe aussieht. Einfach unglaublich. Es kommt auch in der Kamera gar nicht so krass rüber, weil es halt so verschiedendimensional reflektiert. Ganz, ganz kleinen Pinsel und gehe
in diese Farbe hier oben und setze mir die an mein Inner Corner. Ist auch so ein ultrametallischer Ton. Rosa, gelb. So sieht das Ganze einmal richtig, richtig schön aus. Ich liebe diese Base und diesen extrem übertriebenen Glow. Es reicht aber noch nicht an Glow, deswegen benutze ich noch ein Lippenprodukt. Und das ist von Jolina und Liefel. Das ist die Farbe Everything und die ist halt einfach Everything. Ihr werdet sehen, ich habe so ein bisschen Concealer Lips gerade und das passt dazu perfekt. Denn der hat so goldene, rosane Reflexe drin. Das ist einer der schönsten Glosse, Freunde, no joke, die ich habe. Und das ist einmal der fertige Look, Full Face mit veganem Make-up. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look und zu den Produkten sagt. Falls ich sie finde, setze ich sie selbstverständlich unten in die Infobox, Freunde. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier mit dabei wart. Ich freue mich über euren Support und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.